Willkommen zurück zu Pokémon Mystery Dungeon. Vielleicht sogar schon das Ende? Ein Komet stürzt auf die Welt ab und wir werden vielleicht sterben, wenn wir nichts dagegen unternehmen. Was sollen wir nur tun? Simsela und Xatu wollten sich treffen, damit wir einen Weg ins Himmelreich haben, um Rayquaza zu fragen, ob er diesen Kometen für uns zerstören kann. Ich gehe bald zu Xatu, um mich mit ihm zu beraten. Ihr werdet morgen aufbrechen. Trefft bis dahin alle Vorkehrungen. Okay. Ihr könnt es schaffen! Ihr könnt den Meteoriteneinschlag verhindern! Ja, das schaffen wir. Wir müssen es schaffen. Es gibt kein Nein, schaffst es nicht. Ich zähle auf euch, Team Epic! Zieht los und rettet die Welt! Okay. Ich will auf euch warten. Ich bin sicher, dass ihr es schafft und Teil zurückkommt. Ja. Wenn jemand das schafft, dann ihr. Viel Erfolg. Oh yeah. Die Lage ist wirklich ernst. Aber ich denke, dass ihr es schafft, etwas dagegen zu unternehmen. Bitte gebt euer Bestes. Natürlich. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es über den Wolken aussieht. Viel Glück. Rayquaza ist ein legendäres Pokémon, nicht wahr? Es wird nicht leicht sein, euer Ziel zu erreichen, aber ihr dürft nicht scheitern. Okay. Warte, ich will mit allen reden, bevor wir hier weggehen. Alles hängt von euch ab! Enttäuscht uns nicht! Ach, wir werden euch nicht enttäuschen. Mike, du und dein Team seid unsere letzte Hoffnung. Ich möchte gern mein ganzes Geld einzahlen. So, wie viel Geld haben wir? 9.740! Und die Filme sind baldig. Irgendwas habe ich gerade erhalten. Was habe ich denn erhalten, mein Freund? Einen normalen Apfel, glaube ich. Das ist super. Okay, die haben sehr viele Samen. Ich möchte alle eigentlich alle wegschmeißen. Weil die sind alle unnötig. Wegwerfen. Ja. Okay. Zack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 Belebersamen. Nicht schlecht. Was aber leider allerdings bedeutet, dass wir keine Pokémon rekrutieren können. Das wäre etwas zu krass. Ich glaube nicht. Komm schon Konflikt laden. Ich weiß nicht. Wir haben letztens mal mit der Linkbox Pikachu was Attacken verlinkt. Die leise ich auch erstmal so, weil ich es gut finde. Das wird schon. Ihr schafft das ganz bestimmt. Habt Vertrauen in euch. Das werden wir. Gucken wir mal, was wir nicht brauchen. Das brauchen wir nicht. Okay. Das sieht schon mal ganz gut aus. Ich glaube, wir brauchen nur das Sparbänder nicht. Dann packen wir das mal weg. Jo. So, habe ich bei dir noch irgendwas Wichtiges, das ich abholen kann? Belebersamen zum Beispiel. Die nehmen wir alle mit. Wir können übrigens einfach hier hinten nach oben und nach unten machen. Nur als kleiner Tipp. Ups, sorry. Komm, wir nehmen mal noch einen perfekten Apfel mit. Von denen haben wir sogar drei. Top Elixier nehmen wir noch zwei mit. Die sind immer gut. Eine Siedelbeere. Und... Oh Gott, ich bin richtig krass gehypt. Zitrobeere wäre sehr gut. Wir haben so viele Teambeleber-Orbs. Und wir haben auch... 3 Knuddeluff-Orbs. Einen Moment, was haben wir nochmal alles? So, sortieren. Okay. Ja, unsere beiden Beleber. Und hier haben wir 3 Teambeleber-Orb. Okay, dann brauchen wir eigentlich keinen weiteren, oder? Die hier für später, falls wir in einer gezwickten Lage sind. Das hier für den Boss. Wir werden nämlich bestimmt gegen irgendeinen bösen Typen kämpfen. Dazu sage ich aber noch nichts. Ja. Dann hole ich mir noch die Zitrobeere, glaube ich. Und dann passt das doch. Oder? Bevor ich das jetzt mache. Bin ich mir sicher, dass ich dann alles habe. Oh Gott, vielleicht sollte ich noch ein paar Intensivtickets benutzen. Und die hier kann ich alle nicht wirklich gebrauchen. Nee.
Ja, vielleicht benutze ich ein Intensivticket oder so. Oh Gott, ist das schwer. Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht entscheiden, was ich machen will. Oh Gott, die Musik, die macht mich so krass gehypt und ich krieg gerade wieder Rückblendung. Erinnerung zu alten Zeiten. Citrubeere. Wird sie von einem Pokémon gegessen werden, dessen KP regeneriert? Verfügt es bereits über volle KP, steigt sein maximaler KP-Wert ein wenig. Ah, komm, wir nehmen einfach mal eine mit. Und, ups. Wir gehen nochmal ein wenig. Gehen wir trainieren. Ich habe Angst. Ich gehe einmal noch trainieren. Mit jedem Pokémon gehe ich einmal noch trainieren, würde ich sagen. Hm, wo habe ich denn jetzt? Aber das ist jetzt mein Inventar gerade. Okay. Ja, komm, pack nochmal die Citrubeere kurz weg. Ja. Lol. Abholen. Wir holen 3 von diesen Tickets. Aber ich kann nur 1 tragen. Okay. Dann werde ich kurz privat ein wenig trainieren mit jedem Pokémon aus unserem Team einmal. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Das ist jetzt das Maguila Dojo. Je härter du trainierst, desto stärker wirst du. Okay, er sagt nichts Neues. Dann bis gleich. So, alle haben dann damit nochmal einen Level-Up erreicht. Ich bin jetzt Level 30, wie zusammen. Und ich habe mich doch jetzt nochmal dazu entschieden. Pikachu wollte übrigens Funkensprung erlernen. Ich wollte das aber nicht. Und ich werde jetzt mich dazu entscheiden, Pikachus Attacken wieder zu entlinken, könnte man sagen. Trennen. Denn ich habe doch keine Lust mehr drauf. Ja. Ja, trennen. So, es sind wieder zwei normale Attacken, so gesehen. Okay. Gut. So. Weil dann habe ich natürlich auch viel mehr Freiheit, könnte man sagen. Zwar kann ich nicht in einer Runde einsetzen, aber dann die behalten wird. Ich setze Härten ein und warte, bis dein Team zurückkommt, Mike. Okay. Der Meteorin ist auf Kollisionskurs. Es sieht übel aus. Ich kann leider nichts ausrichten. Unsere ganze Hoffnung ruht auf euch. Die Verantwortung wiegt sicher schwer auf euren Schultern. Aber wir zählen auf euch. Das werden wir auf jeden Fall schaffen. Keine Sorge, Leute. Wir schaffen das. Oh yeah. Okay, wir können noch mal zu den Retterteam-Camps. Warum ich das mache, ist, weil ich eventuell ein paar... Wo ist denn jetzt Magnetilo da? Eventuell ein paar Dinger verteilen möchte. Ein paar Gummis. Denn wir haben noch 5. Deshalb kriegst du mal einen Regenbogen-Gummi. Spezialverteidigung versteckt um 1. Und ein neues Talent. Wurf-Item Plus. Erhöht für alle Teammitglieder die Stärke von Nadeln und Steinen. Gegnern gelingt es außerdem nicht mehr, Items zu fangen. Wände durchzubrechen würde ich lieber machen als ein Wurf-Item Plus. Ja. Okay. So, dann krieg ich nochmal einen Gummi. Zack. Badadam. Spezialverteidigung um 1 erhöht. Und Pika kriegt definitiv auch nochmal einen Gummi. Hoffentlich kriegst du endlich meine Fähigkeit, bitte. Verteidigung um 1 gestiegen. Yes, endlich meine Talent. Gruppenschutz. Je mehr Mitstreiter sich in der Nähe eines Teammitglieds mit diesem Talent befindet, desto weniger Schaden nehmen alle Teammitglieder, wenn sie mit einer Attacke mit großer Reichweite wie Intensität angegriffen werden. Was? Je mehr Leute sich beim anderen Leuten befinden, also je mehr Leute bei Pikachu sind, desto weniger Schaden nehmen alle drumherum, wenn sie mit einer Attacke mit großer Reichweite wie Intensität angegriffen werden. Okay. Weiß ich nicht. Aber hey, besser als nichts, würde ich sagen. Von daher, können wir eigentlich schon nach unten? Huch, ich sollte schnell alles zusammenpacken, was ich brauche. Okay. Gut. Ich wünsche euch viel Glück, ich schaffe das. So, was kann ich bei euch denn überhaupt noch kaufen? Ich kann noch eine Einladung kaufen? Nee, noch eine brauche ich nicht, glaube ich.
Okay. Lassen wir's. Viel Glück, gib dich auf. So, was für Temps hast du? Irgendwas Besonderes, was wir benutzen können. Energieball wäre interessant. Für Pikachu vielleicht, aber nee, komm, wir lassen's. Nein, danke, momentan nicht interessiert. So, Pikachu, ich muss dich nur mal ganz kurz warten lassen. Ich weiß ja nicht, was für ein Pokémon Rayquaza ist, aber es wird sich bestimmt mit euch anfreunden wollen. Was? Okay, wenn du das denkst. Ja gut, ne? So, aber von neuen Pokémon, vielleicht irgendwelchen Flug-Pokémon, die wir jetzt wahrscheinlich empfangen werden. In der Luft. Groudon. In der Magma-Höhle, aber können wir nicht kaufen. Aber ich glaube, wir hätten theoretisch so oder so. Egal, lassen wir es. Wir holen uns einfach ein Knuddeluff-Orb. Oder? Ja, wir haben eh kein Geld dabei. Nee, lassen wir es. Lassen wir es. Wir können da eh nochmal später hin. Oh je, ist das nicht furchtbar? Aber ich weiß, dass ihr es schaffen könnt. Lasst uns nicht hängen. Okay. Wenn der Meteorit einschlägt, dann wird dem Untergang geweiht. Wir zählen auf euch. Gebt euer Bestes. Das werden wir. Infobrett, es gibt neue Aufträge, aber das ist gerade nicht so wichtig. Dick da. Papa ist noch nicht wieder zurück. Was er jetzt wohl macht? Oh, vielleicht ist er schon auf dem Weg zum Himmel. Und vielleicht hat er dort schon Rayquaza getroffen. Quatsch, das kann gar nicht sein. Papa kann doch nicht fliegen. Wo ist Papa nur? Lull. Okay. Boing. Biu. Ich würde sagen, let's go. Wir fangen an. Oh mein Gott, ich bin so krass gehypt. Speichern wir lieber nochmal schnell. Oh Gott, lieber nochmal speichern. So sieht übrigens... Oh, geiles Bild. So sieht übrigens unsere Karte aus. Es gibt ja 5 neue Slots, soweit ich weiß, oben bei den Fragezeichen. Eins davon ist anscheinend Mamfaxo. Ich dachte, vielleicht sind das die Gen 4 Legis. Die gab es hier nämlich nicht. Aber es sind also neue Sidequests. Ah ja. Okay. So, let's go! Mike, bist du bereit, in die Welt über den Wolken aufzubrechen? Ja, ich bin soweit! Sehr gut, packen wir es an! Morgen brechen wir auf! Wir sollten uns heute Nacht also lieber gut ausruhen! Morgen ist der große Tag, lass uns unser Bestes geben, Mike! Oh yeah! Uff! Ich fühle mich furchtbar. Ist das ein Traum? Aber warum fühle ich mich so schrecklich? Was geht hier vor sich? Sowas ist mir noch nie passiert. Na, wie gefällt dir mein Traumfresser? Fühlt sich mies an, was? Wer hätte gedacht, dass du ursprünglich auch mal ein Mensch warst? Das hatte ich nicht erwartet. Auch mal? Damit steht fest, dass du einen ziemlich miesen Charakter haben musst. Jetzt habe ich dich auf jeden Fall am Wickel. Ich werde mit meinem Traumfresser dein wahres Wesen enthüllen. Da kommt ja irgendwas. Was ist das für ein Licht? Und warum kommt es auf dich zu? Der Schmerz, er lässt nach. What? Was war das? Gardevoir? Gardevoir, verrätst du es mir jetzt? Verrätst du mir jetzt, wer ich bin? Ja, die Zeit ist gekommen. Du sollst erfahren, warum du hier bist. Ich werde dir alles sagen, was ich weiß. Mike, du bist hierher gekommen, um diese Welt zu retten. Ich soll die Welt der Pokémon retten? Ausgerechnet ich? Genau. Wir haben herausgefunden, dass diese Welt kurz vor dem Untergang steht. Deswegen haben wir Ausschau nach einem Helden gehalten. Wir suchten nah und fern, doch vergeblich. Beinahe hätten wir schon aufgegeben. Doch dann stießen wir auf einen Menschen. Dieser Mensch warst du, Mike. Augenblick mal! Ich? Ein Held? So ein Quatsch!
Ich bin wirklich nichts Besonderes. Ja, das hast du bei unserer ersten Begegnung auch gesagt. Du sagtest, du seist nicht stark. Doch wir suchten nicht nach körperlicher Stärke oder Macht. Denn das hast du als Biestersamen erste Entwicklung noch gar nicht. Wir suchten nach wahrem Mut. Nach wahrem Mut? Mut. Den habe ich noch viel weniger. Ach, das hast du damals gesagt. Aber danach hast du noch etwas anderes gesagt. Um festzustellen, ob du würdig seist, unser Held zu werden, batest du uns, dich zunächst auf die Probe zu stellen. Und nur wenn du dich als würdig erweisen würdest, sollten wir die Wahrheit sagen. Um dich dem Test möglichst unbefangen zu stellen, solltest du all deine menschlichen Erinnerungen vergessen. Du wurdest selbst ein Pokémon, um an der Seite deiner Freundin zu kämpfen. So kam schließlich, dass du in dieser Welt gelandet bist. Das... soll ich alles getan haben? Du hast allen deinen Mut bewiesen. Es besteht kein Zweifel mehr daran. Deine Aufgabe ist es, diese Welt zu retten. Und diese Aufgabe nähert sich nun ihrem Ende. Das heißt wohl, meine Aufgabe ist es, den Meteoriten aufzuhalten, nicht wahr? Ganz recht. Und wenn das vollbracht ist, dann kannst du in die Welt der Menschen zurückkehren. Oh, ich kann also wieder ein Mensch werden? Aber warte mal, das würde ja bedeuten, dass... Ja, das würde es. Du müsstest von Pika Abschied nehmen. Ich muss mich von Pika verabschieden. Pika fühlt sich dir sehr eng verbunden, Mike. Wenn du gehst, das würde deinem Freund das Herz brechen. Daran besteht kein Zweifel. Aber daran lässt sich leider nichts ändern. Die Wege kreuzen sich und die Wege trennen sich wieder. Weißt du, auch ich hatte einst einen teuren Freund. Teuren? Ich glaube, das ist schon teuren, oder? Er lag mir wirklich sehr am Herzen. Doch dann verschwand er irgendwann. Ich weiß genau, wie einsam man sich fühlt, wenn man einen Freund verliert. Aber weißt du, ich bin mir sicher, dass wir uns irgendwann wiedersehen werden. Ich glaube fest dran. Hoch, was war das eben? Wer mag das wohl sein? Wie es scheint, hat irgendjemand versucht, diesen Traum aufzuspähen. Aber hab keine Angst. Wer immer es auch war, hat inzwischen wieder die Flucht ergriffen. Doch er hat ein Gefühl großer Trauer in diesem Traum zurückgelassen. Ich glaube, dieses Pokémon weinte, als es davon lief. What? Es dämmert bereits. Der Morgen bricht an. Es wird Zeit zu gehen. Gehab dich wohl. Wow. Am nächsten Morgen. Vielleicht der letzte Morgen. Guten Morgen. Hast du gut geschlafen? Heute geht's los. Komm, Mike, auf in unbekannte Höhlen. Alright, können wir noch mal irgendwo lang, oder? Okay, wir können noch hier hin. Und hier gibt's vielleicht sogar neue Textboxen? Ihr brecht auf, oder? Ich sehe doch freudig, dass ihr diesen Meteoriten aufhaltet. Ich kann mir kaum vorstellen, dass euch in den Wolken erwarten wird. Seid tapfer. Passt auf euch auf. Viel Erfolg und passt auf euch auf! Okay. Nur keine Sorge, wenn es jemand schaffen kann, dann seid ihr das. Habt Zuversicht auf euren Weg. Oh, macht ihr euch auf. Gebt alles, ihr dürft nicht verlieren. Psst, wir wollten euch auch alles Gute wünschen. Piep. Viel Erfolg, piep, piep. Piep, 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 piep. Psst, psst. Cool, cool. Passt auf euch auf und kommt wieder gut heim. Natürlich machen wir das. Geht bald, oder? Mike, Pika, seid das bessere Team, was ich kenne. Ihr werdet erfolgreich sein, das spüre ich. Ich werde hier auf euch warten. Oh. Ich setze Härten ein und warte, bis dein Team zurückkommt, Mike. Hallo, ich bin's, Raupis Mutter. Es ist schon etwas länger her. Auch ich bin in Gedanken bei euch. Gebt euer Bestes und seid bitte vorsichtig. Okay. Ich verstehe, ihr macht euch also tatsächlich auf. Diese Reise wird bestimmt sehr hart, aber ich vertraue auf euch. Oh yeah! So, die Ruhe vor dem Sturm hier gerade. Sagt noch irgendwas Neues, alle? Sagt ihr noch irgendwas Neues?
Still auf euch, ihr macht das schon. Ja, deshalb nochmal kurz mit allen reden. Es ist soweit nicht. Macht uns stolz. Okay. Und ich weiß, ich habe nicht komplett voll. Einen Platz habe ich sogar noch, aber ist jetzt egal. Hier kann ich immer noch nicht rein, oder? Okay, nee, noch nicht. Ich sehe, bricht ihr beide auf. Viel Glück. Dankeschön. Oh, es ist schon soweit. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute. Oh, das ist aber sehr nett. So, so ein Billy-Cut. Nur nicht auf dem Mike. Okay. Und du? Jetzt geht es bald los. Ihr packt das schon. Auf jeden Fall packen wir das. Dum, 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 dum. Mobile-Statue. Heilige Mobile-Statue. Wir schaffen dies. Oh yeah. Ihr könnt nicht wahr? Viel Glück. Oh, brecht ihr etwa auf? Bitte passt auf euch auf. Of course. Okay, egal. Let's go. Let's go. Himmelsturm. Guckt euch den an. Der Himmelsturm mit von... Und alle Fans dieses Spiels sagen, dass das hier für die meisten der Lieblingssoundtrack ist aus dem ganzen Spiel. Und ich kann verstehen, dass das Leute sagen. Und ich muss sagen, es ist nicht der beste, aber definitiv einer der besten. Los geht's. Aufbrechen. Himmelsturm. Der Sky Tower. Oh gut, da seid ihr ja. Was? Was macht Xato denn da? Es ist fast bereit. Das Teleportjuwel. Das Teleportjuwel? Wow! Das ist neu, glaube ich. Es ist vollbracht. Dies ist das Teleportjuwel. Es wird euch in die Welt über den Wolken schicken. Hier bitte. Mike, nimm es an dich. Das Team von Mike erhält das Teleportjuwel. Wir mussten große Mengen an Psychokraft sammeln, um dieses Juwel zu erschaffen. Die Psychokraft stammt von Simsa und mir und... Huch? Da war dieses Geister-Pokémon, das uns mit dem Juwel geholfen hat. Aber jetzt ist es verschwunden. Wo mag es bloß stecken? Ein Geister-Pokémon? Wer das wohl sein mag. Es ist sicher nur etwas schüchtern. Zurück zum eigentlichen Thema. Ich frage euch ein letztes Mal. Diese Reise bringt erhebliche Gefahren. Wollt ihr dennoch gehen? Und ob? Wir müssen zu Rayquaza und ihn bitten, den Meteoriten zu zerstören, richtig? Ich bin bereit, alles zu riskieren, wenn hier dadurch wieder Frieden einkehrt. Das ist mein einziger Wunsch. Ja, und wenn dieser Wunsch in Erfüllung geht, heißt es Abschied nehmen. Das waren Gardevoirs Worte. Dann kannst du in die Welt der Pokémon, der Menschen zurückkehren. Sorry. Es ist soweit. Das wird mein letztes Abenteuer mit Pika sein. Lass uns unser Bestes geben, Mike. Wir zählen auf euch, Pika und Mike. Oh, Leute, der Hype ist real. Und jetzt geht's los. Das ist der Soundtrack. Oh Gott. Da ist der Dungeon. Aua, wo sind wir? Genieß bitte den Soundtrack, ich mach das schon. Ui, das ist ja cool. Wir sind auf einer Wolke. Pass auf. Oh wow. Mike, sieh dir das an. Ein riesiger Turm aus Wolken. Wir müssen bis nach ganz oben. Rayquaza hält sich an der Spitze auf. Geben wir unser Bestes, Mike.
Ich bin gehypt. Gehypter kann ich gar nicht sein. Bam, 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 bam. Es ist hier kein Gegnerraum, okay? Kein Monsterraum, meine ich. Ich glaube, das geht bis zu 30, aber ich bin mir nicht sicher. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber wenn ich vermuten müsste, würde ich sagen, es geht bis E30. Bam, 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 bam. Wir werden nicht verlieren. Nein, wir werden gewinnen. Yeah. Oh, oh, lol. Ich muss mitsingen, Leute. Das ist so geil, die Musik. Oh Gott. Ich liebe einfach diesen Soundtrack. Es ist so gut. Wie kann man nur so einen guten Soundtrack machen? Oh, wir sind schon tot. Lol. Aber wir haben richtig Glück mit den Treppen, muss ich sagen. Einfach benutzen, weil wir es sonst eh liegen lassen würden. Da unten ist noch Geld. Und weiter geht's. Oh, ich bin so krass gehypt. E4 schon. Wir haben richtig Glück mit den Treppen. Habe ich sonst nie hier. Oh Gott. Wir werden wahrscheinlich mehrere Folgen brauchen für diesen Dungeon. Oh, oh Schuppet. Das hat mich vorhin auch schon umgebracht. Bam, down mit dir. Oh Gott. Sandsturm. Oh no, no. Oh nein, bitte nicht. Aua. Bam. Genug Schaden? Nein, 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 ich bin tot. Nein, ich brenne. Ach, du bist doch so ein Mistvieh, ey. Jetzt brenne ich auch noch. Oh Gott, nein, ich muss nach oben. Da ist die Treppe. Da will ich hin. Auf zur Treppe. Yeah. Wir wollen nach ganz oben, da wartet Rayquaza. Es ist nass und regnet. Bei dieser Wetterlage steigt die Stärke von Wasserattacken, während die Stärke von Feuerattacken sinkt. Das ist uns dabei völlig egal. Deshalb sage ich nichts dazu. Und zu diesem Tod auch nicht. Denn der war lächerlich. Ich. Aua. Das tut weh. Ich krieg noch Level 31. Nice. Nicht schlecht. Sorgensam? Das sagt mir gerade gar nichts. Was ist das für eine Attacke? Ändert die Fähigkeit des Ziels zu Insomnia. Die Wirkung wird aufgehoben, sobald der Anwender die Ebene wechselt im Somnia. Das Polen ist vor den Zuständen Schlaf, Schlummer, Gena und Nachtmahl geschützt. Nein, danke. Yep, ich verzichte für heute. Da, du, nu. So, hier. Oh Gott, ich bin so gehypt wie noch nie, Alter. Okay, wie noch nie vielleicht nicht, aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Na, na, na. Komm, das greifen wir an. Bam, wie hieß das Pokémon? Ich hab Maskeregen. Ich vergesse immer von manchen Pokémon die Namen. Aber natürlich kenne ich alle, auch wenn ich die Namen vergessen sollte. Bam und bam, da geht's down. Und die Treppe ist hier. Nice. Bam, kill es schnell. Oder auch nicht, mir ist es egal, wir gehen weiter.
E8. Und hier ist schon direkt die Treppe. Dann nehmen wir die Opportunity doch mal. E9. Und da ist ein Orb. Den hätte ich gerne. Ja, können wir mal einsetzen. Warum nicht? Dann werden alle Gegner hier langsamer in diesem Gebiet. In dieser Ebene. Bam. Warum hat das eigentlich keine Augen gerade gehabt? Oder ist das normal? Also in den Spielen hat es... Bin ich mir 99% sicher, dass es immer Augen hatte. Der hatte gerade gar keine Pupillen. Er hatte normalerweise so ein einziges Auge, was so immer hin und her wandert innen drin. Dun, 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 dun. Dieses Glockenspiel ist so geil. Ich weiß ehrlich nicht, ob ich das Original oder das hier mehr mag. Beide sind auf jeden Fall genial. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Nein, nix da. Dum, 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 bam, bam. Was? Oh Gott, es ist mega schnell. Bam! Was ist das, Pikachu? Können wir mal einsetzen, alles, was wir hier finden. Weil ich kann es ja eh nicht aufnehmen. Hi! Ihr könnt euch wohl nicht bewegen, was? Bam! Dann könnt ihr auch gerne sterben, du. Bam! Oh oh. Hey! Bang! Bam! Hau ab! Bam, 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 bam. Du, du, du. Du, 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 du. Oh, Pikachu, warum? Oh, nice! Level 25 für Beep! Beep, beep. Bzz, bzz. Voll geil, Alter. Metallsound. Ist das eine gute Attacke gewesen? Senkt die Spezialverteidigung des Gegners stark. Warte, stark. Fügt den Gegner Schaden zu und senkt die Mannschaft dessen Genauigkeit. Fügt den Gegner mit Treffergarantie Schaden zu. Ist das nicht beides so das mehr oder weniger das gleiche? Ah, verdammt. Und ich weiß, wir haben zwei Elektro-Pokémon irgendwie, aber ist mir egal. Lasst mich mein Team bauen, wie ich will. Ja? Ah, es ist eigentlich relativ gleich stark. Und ich meine, das hier... Ich glaube, ich mache sogar Magnetbombe weg, oder? Es ist physisch, aber das ist spezial. Aber ganz ehrlich... Ah, ich weiß es nicht. Ich lasse es lieber. Ich tue es tatsächlich nie gesehen. Wir verzichten fürs Erste darauf. Denn ich denke mal, man kann das später nochmal erlernen. Ich weiß gerade nicht, zwar nicht genau wie, aber ich glaube, später kann Schlupuk irgendwie sowas machen. Ich bin mir nicht sicher. Selbst wenn wir es jetzt verkackt haben, ist es halt so. Ist mir gerade ziemlich schnuppe. So, Smogmog, geh mal aus dem Weg. Wir müssen da durch. Ach, lass mich doch mal in Ruhe, Mann. Himmelsturm E11. Oh Gott, der Hype ist zu real, Alter. Ich glaube, ich kipp gleich um. Alter, mein Herz pocht und pocht. Es geht immer weiter, heiter. Eigentlich andersrum, aber egal. Hau mal ab, Mann. Oh nein, ein Altaria. Das sind unter anderem die stärksten Pokémon hier in diesem Dungeon. Du Sonnenfell stirbt hoffentlich mal. Oh Gott, ich bin war tot. Bam. Du bist down. Oh, ja, kannst du mich gerne heilen. Denn ich sehe gerade, da oben ist ein Pokémon, das auf uns zukommt. Deshalb... Bam!
Hab ich gerade schon, passt du auch auf dich auf. Du brennst ja nämlich. Ja, du brennst. Das ist nicht gut.